Wie sieht ein typischer Tag bei uns in der psychosomatischen Reha aus? Um 7.30 Uhr geht es los, entweder mit Frühsport oder mit einer Morgenmeditation. Der Körper soll in Bewegung kommen, soll aktiv werden. Nicht zu viel, aber es soll ein Stück Aktivierung da sein, dass dann auch sagen, der Geist und die Seele in Bewegung kommen können. Und direkt danach geht es aber erstmal zum Frühstück und Sie können erstmal wieder runterkommen. Und die erste Gruppentherapie ist in der Regel so um 9 Uhr oder Viertel vor 9. Und ich sage Gruppentherapie, weil tatsächlich die meisten Gruppen vormittags stattfinden. Und typischerweise haben Sie zwei solcher Therapiegruppen, die 1,5 Stunden dauern, die auf die Woche verteilt sind. Montag oder Mittwoch, Dienstag oder Freitag. Und zusätzlich zu diesen Gruppen haben Sie eine Bezugsperson, eine wichtige Bezugsperson, das ist Ihr Bezugstherapeut. Und der Bezugstherapeut ist sozusagen der Koordinator, der Sie durch die Therapie begleitet, ein Psychologe oder Arzt. Und zusätzlich zu dieser speziellen Gruppe haben Sie mit denselben Mitpatienten auch eine Achtsamkeitsgruppe, die aktuell unser Pflegepersonal leitet, die sich geschult haben zum Thema Achtsamkeit und Ihnen diesen Bereich nahebringen, damit Sie auch selber immer wieder üben können, zur Ruhe zu kommen, sagen, in den Ausgleich zu kommen und ganz gezielt, ganz praxisnah wissen können, wie können Sie sagen, sich in einen Zustand versetzen, wo Sie ganz präsent sein können. Ebenso zum Wochenablauf gehören eine Ergotherapiegruppe und eine Kunsttherapiegruppe. Die gehen jeweils 2 Stunden, da haben Sie also ein bisschen mehr Zeit, einfach um auch in Kontakt mit irgendwas Gestalterischem zu gehen. Sie können mal irgendeinen Stift in die Hand nehmen oder Sie können mal was formen mit der Hand oder über Bewegung was darstellen. Und da kommt es nicht so sehr aufs Ergebnis drauf an, sondern eher nur, dass Sie mal die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren und die Möglichkeit haben, einfach mal so sein zu dürfen, wie Sie sind und auch mit einer gewissen Anleitung dann hinschauen auf das, was vielleicht rauskommt und was das für Sie aussagt oder was sich dahinter auch für Kraftquellen verbergen. Und was wir machen in unserer Klinik ist, dass wir Sie gemeinsam mit Ihren Mitpatienten in diesen Gruppen zusammenlassen. Das ist uns sehr wichtig, weil Patienten immer gesagt haben, wenn ich neue Mitpatienten kennenlerne, dann ist es schwieriger, mich auf neue Menschen einzulassen. Und wir versuchen tatsächlich möglichst, Sie in diesen bisher genannten Gruppen möglichst als Gruppe zusammenzulassen, dass Sie sich gemeinsam finden, dass Sie sich ein Stück einlassen können, dass Sie Vertrauen untereinander finden und dass auch klar ist, wenn in unserer Gruppe was besprochen wird, wenn ich was von meinem Mitpatienten erfahre, dass es auch in dieser Gruppe bleibt und es nicht weitererzählt wird. Ein weiterer großer Bereich ist der Bereich Bewegungstherapie und Physiotherapie. Da finden Sie auch innerhalb der Woche einige Therapieangebote wieder, sodass Sie neben dem Frühsport auch andere Möglichkeiten haben, in Bewegung zu kommen. Ob das dann Schwimmen ist oder Nordic Walking oder ob das Yoga ist, Qigong, solche langsamen Bewegungen. Oder dann im Physiotherapiebereich, wenn Sie da Unterstützung benötigen, dass Sie da speziell auf Sie abgestimmt eine Behandlung auch in Anspruch nehmen können. Ein Bereich, der auch sich in Ihrem Plan vorfindet, ist allgemein Entspannung. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, zur Entspannung zu kommen. Und nicht jedem ist jede Möglichkeit gleich gelegen. Deswegen haben wir verschiedene Dinge, die Sie ausprobieren können im Angebot und wir animieren Sie immer dazu, probieren Sie es ein paar Mal aus, bis Sie mit der Methode vertraut sind und probieren Sie es auch für sich aus und nehmen Sie das nach Hause mit und setzen Sie es für sich um, was Ihnen am ehesten zuträglich ist.
Außerdem finden Sie in Ihrem Wochenplan auch Gesundheitsvorträge und informative Vorträge zu unterschiedlichen Bereichen. Das sind zum Beispiel Vorträge zum Thema Burnout, zum Thema Resilienz, also was stärkt mich, zum Thema Schlafstörungen, zum Thema Ernährung, auch zum Thema sozialmedizinische Unterstützung und Nachsorge. Also ganz wichtig, wie geht es denn überhaupt nach der Reha weiter? Was für Hilfen kann ich in Anspruch nehmen? Und auch diese Vorträge nehmen festen Platz in Ihrem Wochenplan ein. Zusammengefasst lässt sich sagen, Sie haben ca. 3 bis 5 Therapieeinheiten pro Tag und so 20 bis 22 Stunden Therapie pro Woche. Und den Rest der Zeit, der bleibt Ihnen übrig, um mal zu reflektieren, um mal nachzudenken, um sich zu entspannen, um in die Natur zu gehen, um mal bei sich zu sein, aber auch in Kontakt mit Ihren Mitpatienten zu gehen, sich mal auszutauschen, mal über angenehme Dinge zu reden, die ganz beiläufig sind, vielleicht über private Dinge zu reden, die sonst nicht in der Therapie zur Sprache kommen. Sprich, einfach auch mal abschalten zu können von der Therapie, auch das ist ja wichtig.